Die meisten kennen mich, glaube ich. Ich stand neulich mit ein paar Leuten zusammen und wir haben uns unterhalten. Und ich habe irgendwie P gleich NP erwähnt und Leute wussten nicht ganz, was P gleich NP ist. Und deswegen dachte ich, ich erzähle da mal so ein bisschen drüber und erzähle irgendwie was über Komplexitätsklassen und irgendwie Approximationen und so ein Quatsch. Und dabei brauche ich ein bisschen Vorwissen, deswegen frage ich mal kurz, wem ist nicht klar, was ich meine, wenn ich sage, ein Algorithmus hat polynomielle Laufzeit? Ist irgendjemandem nicht klar? Okay, wenn ich sage, ein Algorithmus hat polynomielle Laufzeit, dann meine ich Folgendes. Wenn wir so einen Algorithmus haben, also irgendein Computerprogramm, dann können wir die Laufzeit ganz gut abschätzen, indem wir sogenannte elementare Operationen einfach zählen. Eine elementare Operation ist zum Beispiel der Zugriff auf ein Element in einer Liste oder das Anlegen einer Variable, der Zugriff auf eine Variable, irgendwelche Vergleiche, der Inkrement irgendeines Schleifencounters oder so Dinge. Und wir können jetzt quasi für den Durchlauf des Programms einfach zählen, wie viele dieser elementaren Operationen gibt es. Und üblicherweise können wir das auch abhängig von der Größe, der Eingabegröße des Programms machen. Ne, zum Beispiel, wenn mein Programm als Eingabe eine Liste bekommt, dann kann ich in den meisten Fällen sehr gut angeben, okay, das braucht irgendwie in Abhängigkeit von der Länge der Liste so und so lang. Ne? Und wenn ich sage, ein Algorithmus hat polynomielle Laufzeit, dann meine ich, in Abhängigkeit von der Eingabegröße in diesem Algorithmus gibt es ein Polynom. Und das beschreibt mir die Laufzeit dieses Algorithmus, also die Anzahl der elementaren Operationen. Die Anzahl der elementaren Operationen. Genau. Das ist also irgendwie, was ich meine, wenn ich sage, polynomielle Laufzeit. Genau. Ja, ich werde jetzt sehr viel über Probleme reden und ganz generell meine ich immer Entscheidungsprobleme. Entscheidungsprobleme sind Probleme, die eine Ja- oder Nein-Antwort haben. Zum Beispiel ist die folgende Liste sortiert. Ne, das ist so eine Frage, die hat eine sehr offensichtliche Ja- oder Nein-Antwort. Und das ist so ein Entscheidungsproblem. Und ich werde ein bisschen unterscheiden zwischen Problemen sehr konkreten Instanzen von Problemen. Also die Fragestellung zusammen mit irgendwelchen Daten. Beispielsweise ist, wo ist mein Rad, so ein Problem. Und eine Instanz von, wo ist mein Rad, tritt nachher auf, wenn ich gehe, dann frage ich nämlich, wo ist mein Rad. Und das ist sehr konkret verknüpft mit dem heutigen Tag und mir. Na? So, damit haben wir irgendwie unsere zwei, drei Einstiegsdinge, die wir brauchen. Und können uns angucken, was wir heute eigentlich alles tun. Genau, ich werde zuerst kurz über die Komplexitätsklassen P und NP reden. Werde dann polynomielle Transformationen erklären und ein, zwei Beispiele machen. Dann geht es irgendwie um NC-Vollständigkeit. Dann reden wir kurz über Heuristiken und schauen uns am Ende einen ganz coolen Fun-Fact zum Traveling Salesman-Problem an. Genau, let's go. Was ist die Komplexitätsklasse P? Ich arbeite ein bisschen an der Tafel, weil dieser Talk ein bisschen mathematisch angehaucht ist. Ganz generell kann man Komplexitätsklassen sehr ätzend über sogenannte Turing-Maschinen definieren. Das ist aber total unintuitiv und weird und das macht alles kompliziert. Deswegen versuche ich irgendwie eine sehr, sehr intuitive Beschreibung von Komplexitätsklassen zu geben. Genau, und wir definieren die Komplexitätsklasse P wie folgt. Ein Entscheidungsproblem. Ja, das hatten wir gerade. Heißt polynomiell lösbar. Wenn es ein Polynom P und einen Algorithmus A mit Laufzeit TA in O von P, also mit polynomieller Laufzeit, gibt, der zu jeder Instanz dieses Problems eine korrekte Antwort gibt. Und wenn wir jetzt alle diese Probleme irgendwie zusammenfassen, dann kriegen wir die Klasse polynomiell lösbarer Probleme und die bezeichnen wir mit Groß P. So far so good. Was sind Probleme, die in P drin liegen? Da gibt es irgendwie eine ganze Menge. Zum Beispiel irgendwie Sortieren ist so ein sehr klassisches Problem, was irgendwie in P drin liegt. Kürzeste Wege in einem Graphen ist ein Problem, was in P drin liegt. Es gibt ein paar
eher ungewöhnliche Probleme, sage ich mal, die im Krieg liegen. Zum Beispiel das Primzahlproblem. Ne? Ihr habt irgendwie Zahl n, wir wollen wissen, ob die prim ist. Ist spannenderweise in P, es gibt einen polynomiellen Algorithmus, also in der Eingabelänge polynomiellen Algorithmus, die nachher als Primzahl test. Lineare Programmierung ist auch in P. Ne? Da sind wir irgendwie irgendeinen linearen Ausdruck, wie hier oben, C transpose mal x. Unter gewissen Nebenbedingungen irgendwie optimieren wollen, maximieren wollen. Und dieses Problem ist in P. Ne? Wenn wir die sogenannte Ellipsoid-Methode verwenden, dann kriegen wir dann eine Lösung in polynomieller Laufzeit. Genau, und das sind einfach irgendwie, diese Probleme bezeichnen wir generell als leicht. Ja, jedes Problem in P ist irgendwie ein leichtes Problem, jetzt können wir polynomiell lösen. Voll gut. So. Dann schauen wir uns als nächstes an. Was ist eigentlich die Komplexitätsklasse NP? Die können wir auch wieder ganz schön definieren. Und zwar wie folgt. NP ist die Klasse der Entscheidungsprobleme B, die alle irgendwie die folgende Eigenschaft haben, wenn wir die Antwort haben und sich erlaubt, die Antwort zu einer Instanz aus B, wenn wir die kennen und die Antwort ja ist, dann existiert ein Beweis, der in polynomieller Zeit verifiziert wird. Das ist, ich fand die Definition, als ich sie so gesehen habe, irgendwie relativ eingängig und relativ schön. Und eine sehr, sehr offensichtliche Folgerung daraus ist, naja, wenn wir den Beweis in polynomieller Zeit verifizieren können und ein Problem haben, dass wir in polynomieller Zeit lösen können, dann ist das irgendwie sehr offensichtlich. Das heißt, was quasi folgt, ist, P ist eine Teilmenge oder gleich NP. Ne? So, sehr, sehr offensichtlich. Und die Frage P gleich NP ist quasi, naja, ist denn NP auch eine Teilmenge von P? Und der educated guess ist nein. Es gibt nichtsdestotrotz ganz, ganz viele Leute, die sich irgendwie damit auseinandersetzen und probieren da Dinge zu beweisen. Es gibt irgendwie dann jeden Tag so 3, 4 Beweise, die so durch den Äther schwirren. In den meisten Fällen stellen die sich irgendwie als falsch raus und in ein paar anderen Fällen braucht es ein bisschen länger, bis sie sich als falsch ausstellen. Deswegen gehen die meisten Leute davon aus, dass P irgendwie ungleich NP ist. Ne? Dass es irgendwie Probleme gibt, die sich nicht polynomiell lösbar, nicht in polynomieller Zeit lösen lassen. Ja, was sind so Probleme? Das bekannteste Problem ist vermutlich das sogenannte Traveling Salesman Problem. Im Wesentlichen haben wir den vollständigen gewichteten Graphen G mit irgendwie Kantengewichten auf jeder Kante dieses Graphen und wir suchen einen sogenannten Hamilton-Kreis mit minimalem Gewicht. Das heißt, wir suchen einen geschlossenen Pfad, der jeden Knoten genau einmal enthält, mit minimalem Gewicht. An dieser Stelle kurz die Frage, weiß jemand nicht, was ein Graph ist? Ich mal mal einen an. Das ist nämlich ein relativ simples Konzept. Ein Graph besteht irgendwie aus so Knoten, zum Beispiel so, und irgendwelchen Kanten zwischen den Knoten. Ja, ne? So, also zum Beispiel in dieser Art und Weise. Und die Frage ist, finden wir einen geschlossenen Pfad, der irgendwie jeden Knoten genau einmal enthält? Und hier ist die Antwort offensichtlich nein. Das ist aber auch kein vollständiger Graph. Wenn ich den male, wird der komplizierter. Aber hier wäre die Antwort zum Beispiel ja. Wir könnten irgendwie hier so außen rum gehen. Genau, wir suchen einfach einen Pfad, den jeden Knoten genau einmal enthält. Und bei dem die Summe der Gewichte der Kanten auf diesem Pfad irgendwie minimal ist. Ja?
Das ist das sogenannte Traveling Salesman Problem, weil wir können uns zum Beispiel Deutschland vorstellen als irgendwie einen Graphen, dann ist eine Stadt quasi ein Knoten und die Verbindungen zwischen zwei Städten sind irgendwie Kanten mit entsprechenden Gewichten, nämlich der Länge dieser Verbindung oder der Entfernung dieser zwei Städte. Und dann ist so die Frage, was ist irgendwie die kürzeste Rundreise, die ich auf allen Städten in Deutschland finde? Antwort ist lang. Ja, es gibt eine ganze, ganze Menge anderer Probleme, die wir in NP haben. Zum Beispiel das kapazitierte Rucksackproblem, das Partition Set Problem, Linear Ordering, das Hamilton-Kreis-Problem unter anderem zum Beispiel auch. Also nur die Frage, gibt es eigentlich einen geschlossenen Pfad, der jeden Knoten genau einmal enthält, ist schon in NP, ist schon ein sehr, sehr schweres Problem. Und diese Unterscheidung zwischen P und NP liefert uns schon in gewisser Art und Weise eine Klassifikation von Problemen. Aber wir wollen da noch ein bisschen mehr klassifizieren und gucken, ob wir irgendwie noch ein bisschen mehr daraus bekommen können. Kurz vorweg, erstens, diese Definition sagt nichts über die Nein-Antwort. Wenn es irgendwie die Antwort Nein ist, dann müssen wir da nicht unbedingt einen Beweis finden, der sich im Polynomial der Zeit verifizieren lässt. Und zweitens, das N in NP steht nicht für nicht-polynomiell. Ja? Sondern das N in NP steht für nicht-deterministisch-polynomiell, denn wenn wir das irgendwie formal korrekt machen, dann definieren wir hier uns irgendwie sogenannte deterministische Turing-Maschinen, die dann in polynomieller Zeit laufen. Und das sind im Wesentlichen Computer. Und hier unten definieren wir uns nicht-deterministische Turing-Maschinen. Und das sind im Wesentlichen Computer, die manchmal Dinge so und manchmal Dinge so machen, abhängig von irgendwas, ne? Vom Zufall, ungefähr, so ganz grob. Ne? Und das N in NP steht eigentlich für nicht-deterministische Turing-Maschinen. Ne? Das nur so als Hinweis zwischen. Genau. Und was wir uns jetzt anschauen wollen, um vielleicht ein bisschen Einblick in diese Dinge zu bekommen, ist eine sogenannte polynomielle Transformation. Stellt sich nämlich raus, es gibt ein paar Probleme, wenn ich die lösen kann, dann kann ich irgendwie auch andere Probleme lösen. Ne? Angenommen, ich könnte zum Beispiel das Traveling Salesman-Problem lösen, dann könnte ich offensichtlich auch das Hamilton-Cycle-Problem lösen. Ne? Weil, wenn ich eine Rundreise finde mit minimalem Gewicht, dann habe ich ja auch schon irgendwie einen Hamilton-Pfad gefunden, einen Hamilton-Kreis gefunden. Genau. Und da schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Und dazu definieren wir uns die sogenannte polynomielle Transformation. B hat eine Ja-Antwort, genau dann, wenn irgendwie A eine Ja-Antwort hat. Gut. Weil das so noch ein bisschen nichtssagend ist und uns noch ein wenig Hinweise auf was passiert da eigentlich gibt, dachte ich, okay, wir rechnen einfach mal ein Beispiel. Ich habe mal zwei Probleme rausgesucht, die beide in NP sind. Das erste Problem ist das sogenannte Jobs-Problem. Da haben wir irgendwie eine Menge von Maschinen, M1 bis MN. Eine Menge von Jobs, J1 bis JN, die dauern irgendwie alle P1 bis PN lang. Ne? Also jeder Job hat irgendwie eine Dauer. Und wir haben eine Deadline. Und die Frage ist jetzt, gibt es eine Verteilung der Jobs auf die Maschinen, sodass alle Maschinen auch vor T fertig sind. Ne? Das ist das sogenannte Job-Scheduling-Problem. Und demgegenüber stellen wir das sogenannte Partition-Set-Problem.
Da haben wir im Wesentlichen so eine Menge von natürlichen Zahlen, eine Menge von 1 bis n. Und die Frage ist, finden wir eine Partition, also finden wir zwei disjunkte Teilmengen in dieser Menge, sodass die Summe der Elemente in der einen Menge gleich der Summe der Elemente in der anderen Menge ist. Ja? Und das wollen wir jetzt irgendwie, diese beiden Dinge wollen wir jetzt, also das eine wollen wir jetzt polynomiell auf das andere transformieren. Ganz generell schreiben wir irgendwie B lässt sich polynomiell transformieren. Auf H. Hier das P irgendwie da unten hängen und das A irgendwie. So. Und das machen wir jetzt einfach mal. Was für ein Zeichen ist das voll? Das ist ein kleiner Gleich. Genau, das ist quasi so ein kleiner Gleich. Und das machen wir jetzt mal. Und was wir tun, ist, wir konstruieren quasi die polynomielle Transformation von Partition auf Job Scheduling. Und zwar wie folgt: Wir fangen mit einer Partition-Instanz an. Ne? So eine Partition-Instanz, die hat immer nur Zahlen A1 und 2 hin. Und wir konstruieren eine Job-Scheduling-Instanz wie folgt. Wir wählen irgendwie, wir sagen, okay, wir haben jetzt so eine Partitioning-Instanz gegeben, das heißt, wir haben irgendwie eine Menge an Zahlen. Und wir wollen uns daraus jetzt eine Job-Scheduling-Instanz bauen. Und wir sagen jetzt einfach, okay, wir nehmen zwei Maschinen. Wir setzen die Dauern unserer Jobs irgendwie gleich den AI, die wir gegeben haben. Wir haben also irgendwie n Jobs. Jeder Job dauert irgendwie AI lange, für alle i von 1 bis n. Und wir setzen die Deadline irgendwie auf die Hälfte der Summe von i gleich 1 bis n über diese ganzen AI. Okay, ne, das ist soweit so gut. Und jetzt müssen wir quasi für diese Konstruktion beweisen, dass, ne, dass das gilt, was da drüber steht. Ne? Unsere eine Instanz hat eine Ja-Antwort genau dann, wenn unsere andere Instanz auch eine Ja-Antwort hat. Okay, das ist auch ganz super kompliziert. Für die Hinrichtung nehmen wir quasi an, das Partition Scheduling Problem hat die Ja-Antwort S1 und S2. Ne? Wir sind die Ja-Antwort, ja, ich sage das jetzt irgendwie zwei Teilmengen. Und es haben wir irgendwie zwei Maschinen gegeben, die diese ganzen Jobs abarbeiten müssen. Und Maschine 1 arbeitet irgendwie diese erste Menge ab und M2 soll jetzt einfach diese zweite Menge abarbeiten. In beliebiger Reihenfolge. Und naja, dann ist die Dauer auf M1 irgendwie gerade die Summe über alle x aus S1. Und die ist offensichtlich gleich der Summe über alle x aus S2. Und das ist gerade die Dauer auf M2. Okay, und naja, die Summe über alle x aus s ist irgendwie gleich der Summe über alle x aus s1 plus die Summe über alle x aus s2. Genau, also ne, die sind irgendwie gleich, das gleiche haben wir auch irgendwie nachher nochmal. Und wir wissen, dass das irgendwie gerade gleich 2t ist, weil so hatten wir ja unser t irgendwie definiert. Wir wissen, dass diese Elemente hier irgendwie offensichtlich alle kleiner gleich t brauchen, weil unsere Maschine ja irgendwie damit schneller fertig wird. Und wir wissen, dass es auch für unsere zweite Maschine gilt. Naja, und dann ist das irgendwie kleiner gleich 2t. Naja, und dann folgt, dass die Summe über x aus S1 irgendwie kleiner oder gleich t sein muss. Und damit haben wir unser Job-Scheduling-Problem gelöst. Und wenn wir das in die andere Richtung machen wollen, dann geht das irgendwie sehr analog. Angenommen, unser Job-Scheduling-Problem hat irgendwie eine Ja-Antwort
M1 soll irgendwie S1 bearbeiten, M2 soll irgendwie S2 bearbeiten, das sind nämlich nur die Jobs, die auf den entsprechenden Maschinen laufen. Dann folgt ziemlich äquivalent zu oben, naja, die Summe aller Jobs ist gerade 2t. Das ist irgendwie offensichtlich kleiner gleich der Summe über die eine Menge plus die Summe über, das müsste irgendwie gleich sein, gleich der Summe über die eine Menge plus die Summe über die andere Menge, weil das ja irgendwie disjunkt ist. Das ist kleiner gleich t plus t, das ist kleiner gleich, das ist gleich 2t. Und ergo folgen her, die eine Summe ist irgendwie gleich der anderen Summe. Na? Ja, das ist so ein bisschen, das ist ungefähr quasi der Weiß. Ich glaube, es ist irgendwie relativ einsichtig, dass wir diese Probleme quasi jeweils ineinander überführen können, ne? Dass wir das eine Partition-Problem gegeben haben und uns dieses Job-Scaling-Problem konstruieren, dann können wir das irgendwie, dann hat es irgendwie eine Ja-Antwort, genau, damit das andere auch eine Ja-Antwort hat und umgekehrt. Und jetzt so ein bisschen die Frage, okay, was haben wir davon, was können wir damit tun? Und diese Art irgendwie von polynomiellen Transformationen, also diese Überführung von der Lösung des einen Problems quasi auf die Lösung des anderen Problems gibt uns die Definition von NP-Vollständigkeit und damit quasi eine Art und Weise, Probleme in NP ein bisschen zu klassifizieren. Ja, dann kurz schauen, ob ich auf diese Tabelle mal ein bisschen Platz habe. Zum Beispiel. Genau, wir definieren irgendwie einmal NP-Vollständigkeit. Wenn wir so ein Problem in NP haben, dann nennen wir das NP vollständig. Wenn es für jedes Problem B, das irgendwie in NP liegt, eine polynomielle Transformation von B auf A liegt. Das heißt im Wesentlichen, naja, B ist irgendwie polynomiell transformierbar auf A für alle B. Aus NP. Okay, und das heißt im Wesentlichen nichts anderes als, naja, wenn ich irgendein Problem mit NP habe und ein NP-vollständiges Problem habe und dieses NP-vollständige Problem lösen kann, dann kann ich auch jedes andere Problem in NP irgendwie lösen, ne? Weil ich mir quasi diese polynomielle Transformation bauen kann. Deswegen sind NP-vollständige Probleme sehr, sehr mächtig oder ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. So, man kann sich jetzt irgendwie vorstellen, dass es potenziell eher schwierig ist, sich so ein NP-vollständiges Problem zu konstruieren. Weil ich meine, in NP sind vermutlich schon echt irgendwie ein paar Probleme. Und wenn ich jetzt quasi zeigen will, dass jedes Problem eine polynomielle Transformation hat, dann muss ich mir vermutlich was einfallen lassen oder mit irgendwelchen Turing-Maschinen arbeiten. Und genau das hat, ich glaube, er ist John Cook, für das sogenannte Conjugative Normal Form Saturation Problem gemacht, das wir CNS hat. Und das ist ungefähr das vollständige, das folgende Problem. Wir haben eine ganze Menge an Ausdrücken, die im Wesentlichen entweder eine boolesche Variable oder die Negation einer boolschen Variable sind. Und diese ganzen boolschen Variablen, das sind diese L, I, J, sind alle über irgendwelche Oder verbunden. Und diese Kombinationen aus irgendwie ganz vielen Oders sind über irgendwie ganz viele Uns verbunden. Und die spannende Frage ist jetzt, gibt es eine Belegung dieser Variable xi, sodass diese Formel wahr wird? Ja?
Und für dieses Problem hat eben Cook irgendwann 1974 oder so, glaube ich, bewiesen, dass das NP vollständig ist. Und das ist ziemlich cool, weil das können wir nämlich nutzen, um zu zeigen, dass andere Probleme auch NP vollständig sind. Ne? Genau, das machen wir gleich auch. Wir können das Problem nämlich so ein bisschen einschränken und sagen, okay, wir beschränken uns mal in diesen Klauseln, die da in der Klammer stehen, auf sogenannte Drei-Klauseln, sprich wir nehmen da nicht mehr irgendwie ni viele Elemente, die da irgendwie drinstehen, sondern wir beschränken uns mal auf drei. Dann kriegen wir das sogenannte Dreisatzproblem. Und wir wollen jetzt zeigen, dass ein gewisses Problem, das ich mal Version-Sat genannt habe, dass das irgendwie NP-vollständig ist. Was ist Version-Sat? Angenommen, wir haben ein Software-Paket gegeben, dann suchen wir eine Menge von Abhängigkeiten oder Dependencies, die genutzt werden kann, um dieses Paket P zu bauen, ne? Die irgendwie vollständig ist, sprich alle Abhängigkeiten sollen irgendwie erfüllt sein und die kompatibel ist. Das heißt, wir sollen irgendwie keine zwei inkompatiblen Abhängigkeiten haben. Ne? Ja, das ist so ein Problem, das ist irgendwie ganz, ganz häufig, also das irgendwie jedes Mal gelöst werden muss, wenn ich ein neues Paket installiere oder dass ich insbesondere lösen muss, wenn die Pakete, die so auf meinem Rechner rumhängen, mal wieder irgendwie kaputt sind. Das muss offensichtlich nicht immer gehen, weil, naja, wenn wir irgendwie ein Paket E haben mit Version V1 und Version V2 und ein Paket A haben, das irgendwie abhängig ist von einem Paket B und einem Paket C, ne? In dieser Art und Weise, und naja, angenommen C hängt jetzt irgendwie von Version 2 dieses Pakets D ab und B hängt jetzt irgendwie von Version 1 dieses Pakets D ab, dann geht das schon offensichtlich nicht, da irgendwie Versionen zu finden, sodass alles funktioniert. Genau, das ist also vermutlich ein schweres Problem, und dass das ein schweres Problem ist, das sollen wir jetzt beweisen, indem wir irgendwie nachrechnen, dass das Problem NP vollständig ist. Ich wünsche mal einen Kampf. Und das wird vermutlich ein bisschen schwieriger.
Aber was wir da tun ist, naja, wir kennen ja schon ein Problem, auf das sich alle Probleme in B transformieren lassen. Nämlich irgendwie dieses CNF-Sand, was wir vorhin kurz hatten. Und insbesondere auch diese einfache Version davon, nämlich 3-Sat. Naja, und wenn wir davon jetzt wiederum eine polynomielle Transformation auf Version-Sat finden, dann liefert die uns genau das, was wir irgendwie wollen. Ne? Das im Wesentlichen müssen wir hier, das ist das Schöne, nur für irgendein beliebiges, nämlich vollständiges Problem nachweisen, dass wir es polynomiell auf das Version-Sat-Problem transformieren können. Dann wissen wir, okay, Version-Sat ist irgendwie nicht das Problem. Genau. Das heißt, die spannende Frage ist so ein bisschen, wie machen wir das? Und wir fangen irgendwie mit einer 3-Sat-Instanz an. Und die sieht dann aus, dass das irgendwie im Wesentlichen so eine gut verknüpfte Menge von n Klauseln der Form VI1 oder VI2 oder VI3. Genau, und diese VJ sind irgendwie offensichtlich aus so einer Menge X1 bis, was habe ich denn noch Buchstaben, Xn. X1 Quatsch, aus einer Menge XK und XK, nicht XK, genau wie wir es gerade eben hatten. Dass diese XK-Schule fort sind für alle K von 1 bis zum Beispiel N. Okay, und aus dieser 3-Sat-Instanz wollen wir jetzt wieder eine Version-Sat-Instanz bauen. Die genau dann eine Lösung hat, wenn irgendwie diese 3-Sat-Instanz eine Lösung hat. Und was wir dazu bauen ist, wir machen mal aus dieser ganzen Formel, bauen wir ein Paket F. Ja, und das entspricht irgendwie der Verknüpfung dieser einzelnen Klauseln, die ich mal mit CI bezeichne. Na? So. Und diese CIs, die entsprechen quasi auch wieder einem Paket. Das sind nämlich Konventionen von VI1 und VI2 und VI3. Ja, Weise. Und genau, jedes dieser VI entspricht ja einem XI oder einem Nicht-XI und jedes XI ordne ich auch wieder ein Paket zu. Wir haben also Pakete X1 bis XM und für diese Pakete schauen wir uns jetzt die folgenden Versionen an. Im Wesentlichen haben wir da zwei Versionen, nämlich die Version 0. Ich schreibe irgendwie immer Paket Doppelpunkt Version, um Pakete Version anzugeben. Und die Version 1. Und diese beiden Versionen unserer VSAT-Instanz entsprechen gerade der entsprechenden True- oder False-Belegung in unserer 3-Sat-Instanz. Und für unser Paket CI bauen wir uns jetzt drei Versionen. Und zwar die 0. Version ist irgendwie abhängig davon, ist irgendwie abhängig von der entsprechenden Variable VI1, ne? Die uns ja über das entsprechende XI wieder auch wieder so ein Paket liefert. Und zwar so, dass VI1 quasi wahr ist. Ne? Das heißt, wir dependen da entweder auf Version 0 oder Version 1 von unserem Paket XJ, das hinter diesem VI1 steht, abhängig davon, ob wir hier quasi XJ oder nicht XJ stehen haben. Okay, das ist so ein bisschen die Überlegung, weil von diesen drei Variablen, beziehungsweise von diesen drei Paketen, muss ja irgendwie nur eins installiert sein, damit das Ganze funktioniert. Von diesen drei Variablen hier muss irgendwie nur eine Wahl sein, damit das Ganze funktioniert. Genau. Und diese 0. Version von unserem Paket CI, die hängt irgendwie ab davon, dass wir von VI1 1 installiert haben, beziehungsweise von nicht VI1 quasi Version 0. Unsere Version 1 hängt dann entsprechend von VI2
Version 1 ab und unsere Version, Version 2 hängt vom Paket von VI3 in Version 1 ab. Ne? Das ist quasi so die Überlegung, die da dahinter steht. Das heißt, von unserem Paket C ist irgendwie Version K installiert. Genau dann, wenn von VK Version 1 installiert ist. Na, und wenn von VK Version 1 installiert ist, dann ist das entsprechende VI eben immer wahr. Und damit ist dieser gesamte Ausdruck CI quasi auch wahr. Naja, und unser Paket F ist irgendwie installiert, wenn es installiert war, wie auch immer. Genau dann, wenn irgendwie alle CI installiert sind. Und das ist irgendwie genau dann der Fall, wenn alle diese CI wahr sind. Und das ist quasi dann der Fall, wenn unsere Formel F wahr ist. Na? Das ist so die Überlegung, wie wir uns quasi diese Partition-Instanzform, wir basteln uns aus dieser logischen Formel, die wir irgendwie gegeben haben, ein Paket, das aus ganz vielen Unterpaketen, das auf ganz viele Unterpakete dependet. Das sind Unterpaketen, basteln wir jetzt auch wieder irgendwie weitere Pakete. Und wir sagen eben, okay, unser Paket hier hat irgendwie drei Versionen. Die abhängig sind von der ersten, der zweiten, der dritten Variable. Und davon, dass da entsprechend das Paket irgendwie mit der entsprechenden Version 0 oder 1 implementiert ist. Abhängig davon, ob da jetzt irgendwie true oder false steht, in unserer ursprünglichen Formel. Und dann kriegen wir da eben quasi raus, dass unser F genau dann installierbar ist und wir irgendwie eine Menge von Abhängigkeiten finden, mit der wir das Paket irgendwie installieren können, wenn das Ganze irgendwie wahr ist. Ja? Wir treffen dann natürlich irgendwie eine Menge an Annahmen. Das sind genau die hier stehen. Unter diesen Annahmen, die vermutlich ein bisschen zu schwach sind, dass wir da wirklich viel mitmachen könnten, können wir eben zeigen, dass Version Sat entweder vollständig ist. Ne? Das heißt, das Problem, das euer Paketmanager irgendwie tagtäglich löst, ist ein schweres Problem und es geht trotzdem relativ schnell. Was, wie ich finde, ein bisschen beeindruckend ist. Genau. Bis jetzt haben wir uns im Wesentlichen immer nur mit Entscheidungsproblemen beschäftigt. Und die Frage ist so ein bisschen, was machen wir eigentlich mit so Optimierungsproblemen? Weil das ist vielleicht so ein bisschen so ein Entscheidungsproblem, war eigentlich irgendwie schon mehr so ein Optimierungsproblem. Insbesondere zum Beispiel das Struggling Salesman Problem ist ja mehr so ein Optimierungsproblem. Und für die definieren wir ganz kurz zwei Begriffe, nämlich der endlich schwere und der den Begriff entweder leicht. Und wir sagen ein Problem in einer Optimierung, um genau zu sein. Wenn wir so ein Optimierungsproblem haben, auf das wir irgendwie vollständiges Entscheidungsproblem polynomial transformieren können, dann nennen wir das entweder schwer. Soweit so gut.
noch ein bisschen stellen kann oder ich mir irgendwie quasi der letzten, im Rest dieses Vortrags kurz stellen möchte, ist, können wir so irgendwie schwere Probleme eigentlich trotzdem irgendwie effizient lösen? Weil wir stellen nämlich relativ fix fest, wenn Dinge nicht irgendwie polynomielle Laufzeit haben, dann haben sie meistens sowas wie exponentielle Laufzeit. Und exponentielle Laufzeit ist schon irgendwie sehr, sehr viel. Ne? Angenommen, wir haben irgendwie ein Problem, das uns unsere Eingabedaten in 5 Sekunden abhandelt und das irgendwie, sagen wir, Laufzeit im Quadrat hat. Jetzt verdoppeln wir die Menge unserer Eingabedaten, dann brauchen wir auf einmal nicht mehr 5, sondern 20 Sekunden. Das ist immer noch irgendwie handelbar. Angenommen, das Problem hat Laufzeit 2 hoch n und wir verdoppeln die Menge unserer Eingabedaten, dann brauchen wir auf einmal nicht mehr 5 Sekunden, sondern mehr so 680 Jahre. Und das heißt, obwohl wir gerade mal irgendwie die Menge unserer Eingabedaten verdoppelt haben, sind wir bei einer Laufzeit, die wir irgendwie nicht mehr so wirklich realisieren können, zumindest irgendwie nicht in einem Leben. Und deswegen wollen wir so eine Möglichkeit, wollen wir eigentlich gerne eine Möglichkeit finden, um NP-schwere Probleme oder NP-vollständige Probleme zu lösen. Und dabei nehmen wir in Kauf, dass wir vielleicht nicht so ganz beim Optimum rauskommen, sondern vielleicht irgendwie ein bisschen schlechter rauskommen. Und dann kriegen wir das, was wir eine Heuristik nennen. Das wurde gleich so gekriegt. Genau. Und für so Heuristiken können wir uns eine Gütegarantie definieren. Da wollte ich ein bisschen Tafelplatz. Wir haben irgendein Minimierungsproblem. Ob wir da jetzt ein Minimierungsproblem oder ein Maximierungsproblem haben, ist im Wesentlichen egal, weil wenn ich irgendwas minimieren will, dann kann ich aber auch minus das Ganze maximieren. Das passt, das machen wir wieder da das Gleiche. Und angenommen, wir haben irgendwie eine Instanz p. Selbst wenn du es hast, 0 und einen Algorithmus a. Sodass irgendwie für jedes P gilt, dass der Faktor a von p, das ist sowas wie der Wert, den uns der Algorithmus a für das Problem liefert, minus das Optimum von diesem Problem, geteilt durch das Optimum von diesem Problem. Wenn das irgendwie keiner gleich Punkt Epsilon ist, dann nennen wir A irgendwie Epsilon approximativen Algorithmus. Mit Gütegarantie Epsilon. Und wir kriegen quasi 1 plus Epsilon. Als sogenannte Worst Case schreibt. Na, und im Wesentlichen heißt das nichts anderes als, naja, der Wert, den uns unser Algorithmus liefert, dieses CA von P, das ist irgendwie kleiner oder gleich 1 plus Epsilon mal dem Optimum von P. Na, ja, und das ist jetzt ein bisschen, das ist vermutlich jetzt ein bisschen trocken. Deswegen schauen wir uns einmal kurz in der Praxis an, was es eigentlich heißt. Und zwar am Beispiel des sogenannten Bin-Packing-Problems. Das Bin-Packing-Problem funktioniert folgendermaßen. Wir haben irgendwie n Objekte, die haben Größen si zwischen 0 und 1. Und wir haben Kisten der Größe 1. Und wir wollen quasi die Objekte in so wenig wie möglich Kisten packen. Ne? Diese Grenzen 0 und 1 sind relativ beliebig gewählt. Man kann das im Wesentlichen beliebig hochskalieren. Man kann auch die Größe der Kisten beliebig wählen. Aber um das irgendwie ein bisschen klarer zu machen, nehmen wir einfach mal Zahlen zwischen 0 und 1 und Kisten der Größe 1. Das ist irgendwie, glaube ich, ein relativ verständliches Problem. Und wir schauen uns jetzt die sogenannte First-Fit-Heuristik an. Und was sie tut ist, wir fangen mal mit einer Kiste an. Und wir gucken, ob unser Objekt da reinpasst. Und wenn ja, dann packen wir es da rein.
Und wenn nicht, dann packen wir Symmi in die nächste Kiste. Ne? Und wenn wir dann Symmi das nächste Element anschauen, passt es in eine der Kisten, die wir noch haben, in denen noch Platz ist. Wenn ja, dann platzieren wir es in der Kiste mit dem kleinsten Index. Ansonsten platzieren wir es in der neuen Kiste. Und das machen wir einfach für alle Elemente. Deswegen gehen quasi so eine Liste an, so eine Menge an Kisten durch und gucken immer, passt die erste, nein, passt die zweite, nein, passt die dritte, ja, okay, rein da. Und wenn wir am Ende feststellen, okay, es passt keine Kiste, dann schmeißen wir es irgendwie in eine neue Kiste. Okay. Ja, dafür wollen wir uns jetzt irgendwie kurz überlegen, was ist eigentlich die Gütegarantie von diesem Ding. Und ganz offensichtlich ist das Optimum irgendwie größer gleich der Summe über diese ganzen SI. Ne? Weil, beziehungsweise wenn wir das nach oben aufrunden, dann kriegen wir das Optimum da. Ne? Weil ich kann ja irgendwie maximal alle Kisten komplett vollpacken. Dann hat jede Kiste, dann ist in jeder Kiste irgendwie genau 1 drin. Das heißt, die Summe über meine ganzen SI nach oben aufgerundet, gibt mir eine untere Schranke für die Anzahl an Kisten, die ich mindestens brauche. Das ist eigentlich quasi das Optimum, was überhaupt passieren kann. In unserem First-Fit-Fall passiert jetzt irgendwie Folgendes. Wenn wir so Kisten füllen, ja, wir haben hier irgendwie so Kisten und wir füllen die irgendwie mit Objekt 1, mit Objekt 2, mit Objekt 3, mit Objekt 4, mit Objekt 5, mit Objekt 6 und so weiter, dann kriegen wir vermutlich am Ende eine, die nicht ganz bis zur Hälfte gefüllt ist. Und von diesen Kisten, die nicht ganz bis zur Hälfte gefüllt sind, kann es höchstens eine geben, weil, naja, angenommen, wir haben noch eine zweite Kiste, die nicht bis zur Hälfte gefüllt ist, dann können wir alles, was in dieser Kiste drin steckt, ja irgendwie in diese vordere Kiste reinpacken. Das heißt, jede Kiste ist irgendwie mindestens bis zur Hälfte gefüllt. Das heißt, das Optimum von unserer First Fit, oder unser Algorithmus, unser First Fit Algorithmus immer gibt, das schreibe ich einfach mal hier oben hin, dann müssen wir nicht auflöschen. Das ist irgendwie kleiner oder gleich zweimal der Summe über diese ganzen SI nach oben auf. Na? Okay, und damit kriegen wir CFS von P minus C-Opt von P geteilt durch C-Opt von P irgendwie als kleiner gleich 1. Und unsere First-Fist-Approximation ist irgendwie, unser First-Fit-Heuristik ist irgendwie 1 approximativ. Und das heißt, wir benötigen höchstens doppelt so viele Kisten. Ja, da darf man sich nicht von versuchen lassen. Wenn sowas 1 approximativ ist, dann benötigen wir höchstens doppelt so viele Kisten. Und das ist, glaube ich, schon mal gar nicht so verkehrt. Das heißt, wir haben da so einen Algorithmus, der ist schon ja, gar nicht so schlecht. Der liefert uns offensichtlich nicht das Optimum, aber zumindest höchstens doppelt so viele Kisten, wie wir irgendwie im Optimalfall brauchen. De facto ist er sogar um einiges besser. Ne, in so, sag ich mal, realistischen Problemen. Eine weitere Heuristik, die wir auf dieses Problem draufschmeißen können, ist das sogenannte First-Fit-Decreasing-Heuristik. Das ist so, wenn man jetzt ein bisschen drüber nachdenkt, überlegt, was können wir irgendwie besser machen. Dann sortieren wir im Wesentlichen einfach mal unsere Gegenstände so, dass das Größte ganz hinten steht. Und dann packen wir die quasi unsere Kisten und sorgen damit so ein bisschen dafür, dass wir die ersten Kisten irgendwie auf jeden Fall sehr schön voll bekommen und da nicht irgendwie viel Platz drin lassen, weil wir dann irgendwie größere Dinge haben, die wir irgendwo anders reinpacken können. Und das ist tatsächlich auch irgendwie ein bisschen besser, da kann man, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, relativ schnell zeigen. Das habe ich jetzt noch ein bisschen Platz. Dass, wenn das irgendwie das Optimum von First Fit Decreasing irgendwie kleiner gleich 3/2 mal den Optimum ist, also das der ganz genau, das ist eine relativ simple Überlegung, die kriegt man irgendwie in so einer Viertelstunde sich überlegt. Ja, das war Leuten aber irgendwie nicht gut genug und deswegen haben sie irgendwann mal gezeigt, dass das tatsächlich sogar eigentlich kleiner gleich 11/9 mal das Optimum plus 4 ist. Das war im Jahr 73. Das war Leuten immer noch nicht gut genug, deswegen haben sie gezeigt, dass das irgendwie eigentlich kleiner gleich das Optimum von 11/9 mal, also dass eigentlich kleiner gleich 11/9 mal dem Optimum plus 3 ist. Das war irgendwann im Jahr 85. Scheinbar haben sie 89 noch ein bisschen weiter gedrückt auf irgendwie 1. Und nach Quatsch 99 haben sie ein bisschen weiter gedrückt. Und ganz neulich, 2007, hat man gezeigt, dass das Optimum, dass der Wert, den
der die Krisenheuristik gibt, irgendwie kleiner gleich 11 Neuntel mal dem Optimum plus 2 Drittel ist. Sprich, da passiert irgendwie immer noch Forschung und das ist auch jetzt eine strikte Grenze, besser wird das nicht mehr in diesem Leben. Na, aber damit, wie gesagt, kriegen wir schon mal irgendwie was gar nicht schlecht. 11, 9 ist irgendwie halbwegs nah an 1 dran. Und angenommen, wir haben irgendwie relativ viele Kisten, dann fällt dieses 2 Drittel auch gar nicht mehr so ins Gewicht. Genau, wir können nichtsdestotrotz irgendwie für beide Heuristiken, sowohl für die Fit-First-Fit-Heuristik als auch für die First-Fit-Decreasing-Heuristik, jeweils Problembeispiele erstellen, indem die andere besser ist. Das heißt, sie tun sich de facto eigentlich gar nicht so viel. Genau. Jetzt bin ich schon irgendwie eine Dreiviertelstunde drin. Ich würde noch vermutlich etwa 10 Minuten bis eine Viertelstunde weiter erzählen und noch eine ganz nette Sache über das Traveling Salesman Problem berichten. Besteht da Interesse? Ich frage einfach mal in die Runde. Das ist ein Ja von einigen Leuten. Dann wische ich einmal kurz die Tafel und dann schauen wir uns das. Irgendwie gerade gesehen, okay, man kann für irgendwelche Gütegarantie finden. Man kann diese Gütegarantie im Zweifel auch noch so ein bisschen drücken. Und man kann das so lange machen, bis man von so einer absoluten Gütegarantie kommt. Und jetzt machen wir das folgendermaßen, naja, wenn wir so einen approximativen Algorithmus, also eine Heuristik, haben für unser Problem Pi. Dann ist das kleinste Epsilon, was wir finden, sodass unser Algorithmus für eine bestimmte Instanz, für alle Instanzen irgendwie kleiner gleich Epsilon ist. Das kleinste Epsilon, was wir da quasi finden können. Das ist die sogenannte absolute Gütegarantie. Von unserer Algorithmus A. Ja, wir haben gesehen, okay, es gibt mindestens ein irgendwie schweres Problem, nämlich das Bin-Packing-Problem, für das wir einen Algorithmus finden mit absoluter Gütegarantie gleich 2. Ne? Das ist irgendwie diese First-Fit-Heuristik. Und das geht für einige Probleme, es geht aber durchaus nicht für alle Probleme. Insbesondere zum Beispiel für das Traveling Salesman Problem geht das nicht. Ja, da können wir keinen Algorithmus mit absoluter Gütegarantie irgendwie konstant finden. Das klappt nicht so gut. Und das zeigen wir jetzt noch. Und dann sind wir für heute gut. Na? Und zwar ist das ein wesentlich folgender Satz. Falls p ungleich np, ganz viele Beweise dagegen fangen an mit falls p ungleich np, weil falls p gleich np, dann geht alles irgendwie so ein bisschen kaputt. Falls p ungleich np, dann nehmen wir mal aus. Dann gibt es keinen
polynomiellen Approximationsalgorithmus A für das TSP mit absoluter Gütegarantie RA kleiner gleich K minus 1 für irgendeine Konstante K. Genau, wieso wählen wir A kleiner gleich K minus 1? Naja, weil unser Algorithmus dann einfach immer was besser als K mal das Optimum liefert. Das ist das, was wir quasi vorhin aus der Definition so ein bisschen auswählen. Deswegen müssen wir K minus 1 wählen, können nicht einfach K wählen. Genau, warum ist das so? Naja, angenommen, wir haben irgendwie einen Algorithmus. Ja, das heißt, irgendwie der Wert, den uns unser Algorithmus A für das Problem, für die Instanz P vom Turing-Salesman-Problem liefert, ist immer kleiner oder gleich K mal dem Optimum von P. Okay. Was wir jetzt tun ist, wir nehmen einen beliebigen Graphen, G, gleich V, E. Können wir gleich eine Pizza holen? Ja, das ist dann. Wir nehmen einen beliebigen Graphen E und zeigen, dass uns unser Algorithmus, wenn er denn existieren würde, auf diesem Graphen das Hamilton-Cycle-Problem lösen würde. Und zwar folgendermaßen, wir bauen uns aus diesem Graphen ein Turing-Salesman-Problem herstellen. Und zwar nutzen wir dazu den vollständigen Graphen auf V Knoten. Ja, wir nehmen also wieder den vollständigen Graphen und setzen unsere Kantengewichte UV wie folgt. Unsere Kantengewichte sind die 1. Wenn die Kante UV irgendwie in der Menge E ist und der ist K mal der Betrag von V sonst, dann gilt, okay, wenn G einen Hamilton-Kreis hat, dann hat P' eine Lösung mit C-Optimum von P' ist gleich V. Ne, wenn wir irgendwie über diese ganzen Kanten einmal rüberlaufen können, dann können wir hier eine Rundgrenze finden, die irgendwie gerade Betrag V lang ist. Sonst ist die Lösung auf jeden Fall größer als K mal der Betrag von V. Und diese würde von A gefunden werden. Wenn wir irgendwie so ein Idee wissen, okay, wenn es die Lösung gibt, dann findet unser Algorithmus A und I, weil naja, dann wäre das Optimum gerade V und er würde auf jeden Fall in der Lösung K gleich A mal das Optimum finden. Jede andere Lösung wäre aber größer als K mal V und deswegen kann es keinen Algorithmus mit konstanter absoluter Gütegarantie für das Turing-Salesman-Problem geben. Das ist irgendwie meiner Meinung nach ganz spannend. Genau, das war von meiner Seite. Wir sollten jetzt Pizza essen. Ja, danke, dass ihr so lange mir zugehört habt. Die ganze Info zum Version-Sub-Problem findet ihr bei Russ Cox auf der Webseite. Das Skript war O von FNL, also von 2 Kapitel 1 von Herr Reinl. Das Spielmaterial ist von Kopulus. Ich war für euch. Vielen Dank.